Sechs Teams von über 30 hatten es bis zur Endausscheidung des Formel-1-Wettbewerbs nach Berlin geschafft. Mit den unterschiedlichsten Rezepten und Zutaten aus der Chemieküche hatten sie monatelang herumgetüftelt, um Fahrzeuge anzutreiben. Häufig brachten sie Inhalte aus dem Unterricht auf die entscheidende Idee. Also diese Art von Energieerzeugung hatten wir schon in der Schule durchgenommen. Deswegen war uns das dann schon ziemlich bekannt. Der Weg war das Ziel, aber die Aufgabe des Wettbewerbs musste auch noch gelöst werden, ein rohes Ei über eine Strecke von 20 Metern zu transportieren. Der ist dann verbunden mit dem Motor hier unten. Ups. In den Kriterien steht nichts darüber hin, dass das Ei vor dem Start unversehrt sein muss. Die Namen der Teams wie Halbleiter oder Lemon Powered Car deuten schon auf die Technologien hin, die die Chemieautos antreiben. Dabei spielten auch Sicherheitsaspekte eine Rolle. Wenn wir jetzt was mit Schwarzpulver gemacht hätten, dann macht das hier auf einmal großen Boom und das wollen die natürlich nicht so gerne. Und es ist verboten. Wir hatten Beispiele, die aus Sicherheitsgründen hier nicht auftreten konnten, die Staubexplosion etwa als Antriebsquelle nutzen wollten oder Wasserstoff als Energieträger verwenden wollten. Eine weitere Herausforderung war es, die Vehikel auf der schmalen Strecke nicht in die Leitplanken rasen zu lassen. Nach Lösungen für solche Probleme suchten die Schüler auch in ihrer Freizeit. Wochenende und Ferien immer so von 10 bis 20 Uhr jeden Tag. Die Lehrer genervt, dass sie schon wieder in die Schule müssen. Haben eigentlich total lange, also wirklich wochenlang rumprobiert, ob wir irgendwie die Batterie leichter kriegen oder das Auto verstärkt die Leistung. Und sind dann am Ende zu dem Entschluss gekommen, das einfach mit einem Seil zu machen, was da langgezogen wird. Am Ende bewiesen alle jungen Entdecker, dass ihre Lösung funktioniert. Kein Gefährt blieb stehen. Die Jury war überrascht von der Kreativität. Die müssen kreativ sein. Das ist die einzige Chance, die wir haben, um Probleme zu lösen. Wer nur in vorgegebenen Bahnen denkt, der wird nie auf was grundsätzlich Neues stoßen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war von den Ergebnissen begeistert. Sie überreichte den drei Siegerteams den Preis in den Kategorien Energiespeicher, Materialien und Nachhaltigkeit. Energie ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Die nächste Forschergeneration arbeitet schon daran.